Wir sind gestrandet. An einem unbekannten Ort. Der Boden ist matschig. Meine Klamotten sind dreckig. Überall nur grün. Und ein kleines Mädchen, was überhaupt keinen Plan hat, was Sache ist. You want me to come with? Ich denke mal, dass sie das will. Beschütze das Mädchen vor den Dinosauriern. Suche einen Weg aus dem Dschungel. Dafür brauchen wir aber eine etwas andere Waffe. Ich finde die Waffe toll. Die. Biatch. Also immer merken. Wenn sie sich zusammenkauert. Böses Viech. Schäm dich. Ich muss auf das Mädchen aufpassen. Wärst du so nett? Piep. Ja, immerhin 1140 Punkte. Bitch. Vielleicht auf die Kurze aufpassen hier. Ich fühle mich wie Papa. Kann ich das Mädchen nicht auch heilen? Nein! Geh da runter, du Vollhorst! Ich muss sie versuchen zu heilen! Okay, irgendwie klappt das nicht so ganz. Na schön, dann erschießen wir den da unten, wenn die Kleine das so möchte. Ich hoffe dann, dass es hier noch gut ist. Oh Mann, die Kleine ist echt angeschlagen. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ich hoffe, dass jetzt mit dem Abschnitt auch gut ist. Der war mir ein bisschen...
Viel. Einrichtung vorne. Ich will sie nicht weiter beschützen. Ah, okay. Ich beschütze sie die ganze Zeit und sie rennt einfach weg? Ich fühle mich leicht verarscht. Nehmen wir mal unser schönes Gerät in die Hand. Ein Schuss, ein Treffer, einmal tot. Ich gehe jetzt einfach mal da hoch. Oder schießen. Moment, ich glaube, ich musste erst hier oben Knöpfe drücken. Kontrollterminal für Laserverschluss. 4 Sicherheitssperren sind momentan aktiv. Schnauze. Ja, möchte ich benutzen. Bedüht. Noch eins, auf dieser Seite. Lasst mich in Ruhe. Gut zum Punktefarmen, aber ohne über Schadensbonus ist das langweilig, weil der macht eigentlich den Kohl immer ganz gut fett. Ihr wisst, was ich damit meine. Und hopp. Nein. Ich kaufe nichts zwischen Tür und Angel. Okay, jetzt haben wir gelb. Jetzt muss, glaube ich, noch blau kommen und dann haben wir es. Naja, du gehst runter, ich gehe hoch. Ja, blau. I hätte recht. Ach, haltet doch ein Jabbel da unten. Ihr komischen Raptoren. Gewürmgeviech. Na, da kann ich natürlich nicht runterspringen. Ah, da haben wir noch einen. Zehner-Kombo. Ja, ich möchte es benutzen. Wie in Star Wars. Ich habe doch keinen Schadenbonus gekriegt. Geil, 9950 Punkte. Nicht das meiste, aber immerhin. Und wir haben eine... Oh, Testament des Direktors. Ich wusste, dass es so weit kommen würde. Es gibt keine Möglichkeit, dass Menschen und Dinosaurier jemals zusammen existieren können. Doch in den Flintstones geht das. Wenn wir jetzt unser eigenes Leben opfern, haben wir zumindest noch die Chance, das Weiterleben der menschlichen Rasse zu ermöglichen. Die Ironie ist, dass diese gesamte Einrichtung, in der wir nun gefangen sind, gebaut wurde, um eine artgerechte Haltung der Dinosaurier zu ermöglichen. Ich bin der Direktor der Einrichtung und der Einzige, der hier noch übrig ist. Ich gehöre nicht hierher. Es gibt keine Zukunft für diese Welt. Die Kinder, die von den Dinosauriern verletzt wurden, sind Lebenserhaltungskammern gebracht worden. Es gibt für mich nur die Hoffnung, dass die Menschen der Vergangenheit sich um sie kümmern. Die Lebenserhaltungskammern sind sehr effektiv. Sie heilen jegliche Wunden unabhängig davon, in welchem kritischen Zustand der Patient ist. Ey, die wären für heutige Verhältnisse mal richtig gut, diese Kammern. Warum gibt's die noch nicht? Die Lebenserhaltungskammern liefern auch Wissen und Erkenntnisse. In ihnen erfahren die Patienten mehr über diese Welt.
Nicht schlecht. Nachrichten. Wer mag denn Nachrichten? Aber die Kammern wurden eigentlich für die Aufzucht von Dinosauriern entworfen. Ah, deswegen gibt's sie nicht. Nicht für die von Menschen. Daher wird die Welt der Kinder die der Koexistenz mit den Dinosauriern sein. Als schlimme Nebenwirkung dieser Kammern werden die Kinder irgendwann ihre Sprache verlieren. Anstelle dessen werden sie den primären Instinkt haben, die Dinosaurier zu beschützen. Aha. Ich habe diese Nachricht für denjenigen aufgenommen, der eines Tages herkommen wird. Ich hinterlasse diese Botschaft ohne Reue. Save Point. Irgendwie. Schöne Einrichtung. Gott, hier möchte ich nicht Putzfrau sein. Oder Putzmann. Kontrollraum. Speicherpunkt, aber schöne Tür. Oh, da haben wir noch so ein Ding. Eine Memo. Arche Noah-Plan. Im Jahr 2009. Es begann alles in Bolzinia, einer kleinen Republik in der Südsee. Mit dem ersten Overdrive fing alles an. Während des Transports lief etwas schief. Die Folge war ein Riss im Raumzeitkontinuum. Er verursachte eine Verzerrung der Geschichte bis in die Kreidezeit. Um die gestörte biologische Entwicklung zu untersuchen, wurde ein intensives Experiment auf globaler Ebene durchgeführt mit verheerendem Resultat. Die Raumzeitverzerrung würde dramatische Auswirkungen auf alle lebenden Organismen haben. Das Experiment brachte die Erkenntnis zutage, dass die Geschichte der Erde neu geschrieben und die menschliche Rasse nie existieren würde. Es entstand ein Plan, die lebenden Organismen der Kreidezeit durch ein Zeittor in eine Welt mit ähnlichen Lebensbedingungen weit in der Zukunft zu bringen, in der sie überleben könnten. Nachdem die Krise der Raumzeitverzerrung überstanden ist, würde die Organismen wieder zurück in ihre eigene Zeit gebracht. Wir haben diesen Plan Arche Noah genannt. Dieser Plan scheint die einzige Möglichkeit zu sein, unsere eigene Existenz zu retten. Wir hoffen, dass die Mission erfolgreich sein wird. Ich ordne hiermit Ihre Durchführung an. WAPP Zentralrat. Oder WAP. Okay. Oh, ein Heil-Item und ein Save-Point und alles und schön. Und Shop und bla und blub. Die können wir uns jetzt leisten. Aber ich glaube, die brauchen wir schon gar nicht mehr. Weil viel kommt in dem Spiel nicht mehr. Na, vielleicht für das zweite Mal durchspielen. Was ich allerdings nicht aufnehmen werde. Ach, wisst ihr was, was wir haben wir. Weil für was anderes brauchen wir die Punkte auch nicht. Werkzeug, komm, die kaufen wir jetzt. Verdoppelt die erzielte in... Und speichern. Okay, gehen wir mal durch die nächste Tür. Noch ein Heil-Item. Viele Heil-Items. Okay, das ist ein Regenerations-Dings-Bums-Gedöns. Große Laborhalle. Schöne Sache, schöne Sache. Okay, wo geht's hier entlang? Achso, das ist eine Treppe. Da war ein bisschen schwierig zu erkennen. Oh, schön, schön, schön. Alles so grün und schön und Glas und alles Heineken-Flaschen.